Okay, hier runter. Hier über den Ast. Boah, ein Glück muss ich hier nichts gedrückt halten. Ja, hier über den Ast. Das ist jetzt ein bisschen knifflig. Boah, wer... Nein! Du, die Spinne! Boah, Alter, really scary. Das ist ja wirklich, wirklich gruselig. Schade, ich dachte, wir würden es beim ersten Mal schaffen. Jetzt muss ich gerade auch mal ein bisschen seitlich ins Mikrofon sprechen, weil ich mich hier so ein bisschen den Bildschirm besser im Blick haben muss. Die Spinne. Ach nein, wir dürfen auch die Blätter nicht berühren. Das ist das Ding, ne? Warte mal. Weil wenn ich jetzt hier... Zack. Ja, Du, die okay. Spinne. Die Blätter dürfen nicht berührt werden. Wie das Spiel auch immer in der Realität aussehen würde, aber... Du, die Das ist doch Spinne. unglaublich. Ich glaube, beim ersten Let's Play damals habe ich hier ziemlich lange dran gesessen. Okay. Konzentration. Nein, Du, die ah, Mist. Spinne. Ach, aber das ist doch auch ein bisschen sportliche Aktivität. Hier. Vorsichtig hier nochmal. Und wir sind wieder unten. Du, die Mist. Spinne. Oh nein. Wahrscheinlich müssen wir hier unten lang sneaken. Das wäre jetzt auch zu einfach gewesen. So rein da. Die Musik macht es auch sehr, sehr viel besser. Du, die Spinne. Aber das ist doch schon ziemlich K-poppig, oder? Der Mikey, der ist einfach ein Gründer. Ein Trendsetter. Hier ist gefährlich. Nochmal. Und hier sind wir erstmal wieder safe. Dann versuche ich mal hier möglichst unten. Das sieht ganz gut aus. Hier sind wir jetzt wieder ein bisschen safe. Und lösen. Oh Mann, jetzt muss ich mit bloßer Hand die Pinzette rausfischen. Wie, was? Nö, hä? Aber was hätten wir denn tun können? Das dauert mir schon jetzt wieder viel zu lange, dieses Spiel. Aber wir kriegen es hin. Solange ich kein Klavier spielen muss, mache ich alles gerne. Das ist immer noch so ein Trauma, das man kennenlernen kann, wenn man sich mein Let's Play zu Rätsel der Villa Drachenkralle anschaut. Zack. So, jetzt vorsichtig raus damit. Cool, dass hier übrigens immer noch so ein quasi so ein Emoji, sag ich mal,
da gemacht wurde. Moment, wo muss ich denn lang? Hier. Also dieses Zeichen anstelle des Mauscursors. Wenn wir jetzt verkacken, müssen wir wahrscheinlich trotzdem wieder ganz von vorn anfangen, oder? Von wo komme ich denn? Hier, ne? Warum auch immer die Blätter solche Warndinger sind, aber die Äste nicht. Und wir sind safe. Ja. Ab in unsere Tasche damit. Sehr cool. So. Ist der jetzt immer noch da oder ist der weg? Sag mal, Willi. Weißt du, wo Jumpys Autogrammkarte hin ist? Nein! Tja, entweder hatte Jumpy dich zum Fressen gern, oder sie wollte als echter Fan ein Starschnittposter für die Wohnröhre. Meine Süße! Alter, so viel kann der doch gar nicht geschmissen haben, der Typ. So, jetzt aber gehen wir mal, wie man es eben so macht, zur Apotheke und bestechen die Apothekerin. Das mache ich auch sonst immer gern. Wenn jetzt der Brodonski da gewesen wäre. Schau mal, was wir hier haben. Sieh mal, mit Sissi, was ich für dich habe. Oh. Ist das? Ist das ein Autogramm von Mikey Hobler? Ja, diesmal ist deine Unterschrift original. Für meine Sissi. Oh, Gabi. Wie soll ich dir nur danken? Indem du mir den Clubausweis noch ein Weilchen überlässt. Und bitte, 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 lass mich diese unselige Tablette untersuchen. Ein persönliches Autogramm von Mikey Hobler. Weißt du was, Gabi? Herr Brodonski ist gerade zu Tisch. Ich halte hier die Stellung und du gehst nach hinten, okay? Abgemacht. Ab ins Meth-Labor. Wäre es lustig, das wenn so ein... Das ist nett von Sissy. Aber ich spüre ihren Blick in meinem Rücken. An ihrer Stelle würde ich ebenso handeln. Immerhin bin ich eine fremde Person, in der ihr Chef gleich einen Junkie sehen würde. Und dass da ganz viele Medikamente einfach sind. Wäre lustig, wenn hier so ein Wohnwagen einfach wäre. So, jetzt machen wir wie Gabi sagt. Hoffentlich lässt sich Herr Brodonski reichlich Zeit. Unseligen Tablette ein Ende. In den Mörser. Stirb! Den Stößel kann ich jetzt gut gebrauchen. So. Der Objektträger. Und hier, das kennen wir doch auch alles aus dem Bio-Unterricht. Nun den Spatel. Da geht sie hin. Jetzt gibt's kein Zurück. Ja, es ist ja nicht so, dass es jetzt ableckst. Müssen wir das nicht noch drauf... Okay, nee. Oder? Ach so, natürlich. Ich habe schon gesagt, wir kennen uns ganz aus. Sachte, sonst geht es kaputt. Wir kennen uns das überhaupt sitzt. Auch nicht aus. Das hält. So, jetzt aber Licht an. So, mal sehen. Und rein da. Ziemlich undeutlich. Das lässt sich schärfer einstellen. Das bringt nichts. Das eine Stück da erinnert mich an die getrockneten Steinpilze, die Mama einweicht, wenn sie Gulasch macht. Außerdem war ein Pilz auf der Tablette abgebildet. Ich wette, das hier ist kein Steinpilz. Sissy, kommst du mal? Na? Was hast du entdeckt, Gabi? Schau mal, das Blaue da.
Kann das von einem Pilz stammen? Ich habe nichts eingefärbt. Da könnte jemand bereits eine Laborprobe gemacht haben, um einen bestimmten Stoff nachzuweisen. Die Verfärbung ist womöglich auf Luftkontakt zurückzuführen. So richtig hilft das nicht weiter. Aber dein Pilzverdacht könnte eine heiße Spur sein, Gabi. Es gibt sogenannte Zauberpilze, die einer Droge gleichkommen. Allerdings sind Pilze nicht gerade mein Spezialgebiet. Es ist besser, du machst dich auf die Socken, Gabi. Herr Brodonski muss jeden Moment zurück sein und ich will noch alles wegräumen hier. Danke, Sissi. Was macht die denn jetzt wohl mit dieser Probe? So ein Papiereimer oder wie? Okay. Notizen, wir gucken gerade mal so in die Notizen. Gabi darf im Hinterzimmer die Apotheke. Okay, bei der Tablette wurden Spuren eines Pilzes gefunden, die nicht mit dem Ecstasy zu tun haben und wohl einer Laborprobe entstammen. Wir brauchen einen Pilzexperten. Ja, da gehen wir doch mal in die Milchbar zum Ronny. Hieß der Ronny? Weiß ich nicht mehr. So, ist Mikey Hobler noch da? Da ist er noch. Und guck doof. Brauchst du Geld? Nee, gebe ich dir aber nicht. Ciao. Was wäre denn jetzt, wenn wir einfach mal zur Villa gehen? Officer William Sau... Ja, alles gut. Okay, hier ist noch keiner eingebrochen. Auch kein Siegel am Baumstamm. Dann kann nichts passieren. So, können wir den Koffer vielleicht jetzt mal abgeben? Wie wären das? Nein. Ich will den Koffer loswerden. Und von Tina Marie keine Spur weit und breit. Und einen Spiegel uns besorgen? Hallo? Hallo? Okay, nee, geht nicht. Kann Tim sich vielleicht einen Spiegel besorgen? Was hat sich 1909... Waren Sie tatsächlich Stuntman? Bitte? Na, okay. Anscheinend nicht. Ist hier nicht ein Spiegel? Das geht leider nicht. So, oder müssen wir vielleicht wirklich jetzt mit der Pilz... auf der Pilzspur weiter folgen, dem Pilzpfad. Und fragen vielleicht Herrn Brodonski mal? Wenn der vielleicht jetzt da ist. Da ist er, Herr Brodonski. Yeah, guter Mann. Wie soll man sich verhalten, wenn jemandem wegen einer Droge übel wird? Was bewirken denn diese Ecstasy-Tabletten, vor denen das Plakat warnt? Oh, zunächst wirken sie anregend. Man ist voller Energie und Freude und quasselt drauf los. Von Müdigkeit keine Spur. Es gibt Leute, die nehmen welche, um die ganze Nacht durchtanzen zu können. Aber es stellt sich auch Unruhe ein, Kopfschmerzen und Übelkeit. Der Körper merkt rasch, dass er um Schlaf betrogen wurde und der Wasserhaushalt gestört ist. Dem Höhenflug folgt ein tiefer Fall. Eine schreckliche Vorstellung, die Kontrolle über seinen eigenen Körper zu verlieren. Ja, das hatten wir allerdings ja jetzt auch schon. Geht hier noch was? Nee. Hatten wir die andere Frage auch schon? Das weiß ich gar nicht. Was bewirken denn die... Wie soll man sich verhalten, wenn jemandem wegen einer Droge übel wird? Ein Notfall also. So wie du mitbekommst, dass es sich wirklich um Drogen handelt, bittest du einen Dritten Hilfe zu holen. Der soll sofort die Notrufnummer wählen. Du selber bleibst bei dem Kranken und versuchst, mit ihm zu sprechen. Gib ihm was zu trinken. Nur Wasser. Öffne vorsichtig zu enge Kleidung und sorge für frische Luft. Finde heraus, was er genommen hat. Dann weiß der Arzt sofort, woran er ist. Scheue dich nicht, ihm alles, was du weißt, anzuvertrauen. Das würde ich machen. Alle Ärzte unterliegen ja der Schweigepflicht. Also wie bei Herrn Nowak im letzten Teil letztendlich auch.
Wahrscheinlich haben sich so die TKG-Entwickler beim letzten Teil noch so gedacht, boah, ja, wir machen jetzt mal was ganz Hartes, so mit Alkohol. Also, davor den Teil waren wir noch in der Milchbar und jetzt wird TKKG so richtig gesellschaftskritisch, heute machen wir Alkohol. Und da haben sie bei dem Teil gesessen und gesagt, boah, jetzt brauchen wir noch härter, wir brauchen Drogen. Und beim Teil danach haben wir gesagt, jetzt muss es richtig, richtig hart werden. Jetzt gehen wir in die Geisterbahn. Wobei der nächste eigentlich auch schon doch recht hart ist. Hier wollte ich gar nicht hin. Ich quatsch hier nur wieder drauf los. Was? Huch, hä? Ah, natürlich, wir haben mit Herr Brodonski über Pilze geredet. Wie nennt man Pilzforscher? Was hat es zu bedeuten, wenn ein Pilz einen blauen Farbstoff vorweist? Was sind Zauberpilze? Ist es gefährlich, selber Pilze zu sammeln? Kann es wahr sein, dass Drogenhersteller Pilzextrakte mit Ecstasy kombinieren? So, jetzt aber, jetzt geht's richtig los. Jetzt wird's hier richtig spannend und wir kommen endlich zum Kern dieses Falls. Wie nennt man Pilzforscher? Die Gattungs- und Artenbestimmung bei Pilzen wird von den Mykologen durchgeführt. Die Vorsilbe Myko kommt aus dem Griechischen und bedeutet... Na? Myko bedeutet Pilz. Ach, ich dachte, das heißt jetzt, keine Ahnung, Bandscheibenvorfall oder sowas. Die nörden hier jetzt noch ein bisschen rum, ist doch auch schön. Was sind Zauberpilze? Eigentlich muss jeder Wissenschaftler bei dieser märchenhaften Bezeichnung den Kopf schütteln. Der Volksmund meint damit Rauschpilze. Geschichtlich führen sie uns bis ins vorspanische Mexiko zurück. Dort galten sie als heilig und wurden Teonanacatl genannt, das Fleisch der Götter. Sie fanden bei Schicksalsbefragungen und blutigen Opferfesten Verwendung. Berauschende Pilze gibt es auch hierzulande, etwa den kahlköpfigen Spitzkegel, Psilocybe semilanceata. Diese Zauberpilze bewirken schwere Halluzinationen. Trugbilder also. Das klingt ziemlich beunruhigend. Ja, oder man leckt halt einem Frosch, kommt aufs Gleiche raus. Kann es wahr sein, dass Drogenhersteller Pilzextrakte mit Ecstasy kombinieren? Ist es gefährlich, selber Pilze zu sammeln? Fragen wir erstmal das, weil es gerade so spannend ist. Und es ist zum Glück nicht irgendwie schon spät abends und das ist die beste Unterhaltung dabei. Man muss sich sehr gut auskennen, um genießbare von ungenießbaren und giftigen Pilzen zu unterscheiden. Es gibt Pilzsammelstellen, an denen ein Experte deinen Fund unter die Lupe nimmt. Und natürlich die Giftinformationszentrale. Genießbare Pilze müssen schnell verzehrt werden, sonst zersetzen sich die Eiweiße zu Toxinen. Toxine? Also wiederum Giftstoffe. Boah, aber jetzt, so eine schöne Pilzsoße, Champignonsoße oder Pfifferling. Oh, hör auf, Herr Brodonski, hören Sie auf. Hätte ich jetzt, so Nudeln mit so einer, Pilzsoße, lecker. So Pilzsahnesoße. Kann es wahr sein, dass Drogenhersteller Pilzextrakte mit Ecstasy kombinieren? Kriminell, nicht wahr? Manche Pilze enthalten Stoffe, die neben völliger Reizüberflutung eine gefährliche Erhöhung der Körpertemperatur bewirken. Wenn außerdem diese Partydrogen genommen werden, kann es zu einem Hitzschlag kommen. Du siehst also, dass dieser Drogenmix eine weit unterschätzte tödliche Gefahr darstellt. Da haben Sie recht, Herr Brodonski. Oh Mann, ich muss schleunigst Mikey warnen, ehe der sich noch selber diesen Mist reinpfeift. Aber wir haben noch eine Frage. Die dürfen wir noch stellen, oder? Ist es gefährlich, was hat es zu bedeuten, wenn ein Pilz einen blauen Farbstoff vorweist? Moment, das ist ja sehr wirr. Tja, es gibt einen Stoff namens... Psilocybin, der im Labor unter Luftoxidation einen blauen Farbstoff ergibt.
Ist das der Fall, besteht die Möglichkeit, dass es sich um einen Rauschpilz handelt. Psilocybin und seine Zubereitungen fallen unter das Betäubungsmittelgesetz. Es hätte mich auch gewundert, wenn dieser Inhaltsstoff nicht verboten wäre. Jo. Ich finde es spannend, dass Herr Brodonski, der vorhin vor so, ja, bei unserem ersten Besuch noch so total abweisend war, boah, sag bloß nicht das böse Wort Drogen. Und jetzt erzählt er uns voll viel darüber, also über Rausch und so weiter. Naja. So, jetzt aber schnell zu Mikey Hobler. Schnell zu Mikey Hobler. Oh nein, Mikey hat seine Zelte abgebrochen. Wenn er sich was eingeworfen hat, unterschätzt er noch die Eiseskälte da draußen. Wir müssen ihn unbedingt finden. Oh, der hat einfach das Hemd da liegen lassen. Es ist ja unverantwortlich. So, aber wo sich Mikey Hobler befindet, ob er vielleicht doch schon in der Milchbar ist und sich eine leckere Milch gönnt oder vielleicht beim Super Malek und mit dem wir zusammen und dem Nachhilfe-Pedder eine Band gründet, man weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht. Tja, und von daher würde ich sagen, geht's in der nächsten Aufnahme weiter, denn ja, ich beende jetzt mit einem furchtbaren Cliffhanger und dann, ja, schauen wir mal in der nächsten Aufnahme, wo sich Mikey Hobler versteckt hält. Ja, ich bin gespannt, ja, wobei es mir eigentlich recht egal ist, weil ich den nicht leiden kann. So, spätestens nach dieser Karte kann ich den einfach nicht leiden. Also das ist wirklich, ne, und da kann, geht auch nichts, ja, ändert sich auch nichts dran. So. Wie könnt ihr denn Mikey Hobler leiden? Das ist so an meiner Community gebundene Abschlussfrage zum Ende. Ja, denkt mal drüber nach und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder, wenn ihr mögt. Macht's bis dahin gut. Ich bin raus, euer Flo. Tschüss.